Es geht darum, dass 6 Teams aus ganz Deutschland, betreut von einer Coaching-Agentur, für reale Kunden auf realen Briefings Werbekampagnen oder überhaupt Kommunikationsmaßnahmen entwickeln. Du, Bernie. Ja, Krümel? Die Seife sieht fast so aus wie ein Keks. Dann kann man sehr viel auch essen. Wie geht's denn? Krümel, du sollst zählen bis 20. So lange braucht es, bis deine Hände sauber sind. Mehr Charakter. Genau. Hallo. Ui, du bist ja ganz Was es für die HAWK bedeutet, ist, dass wir in der Kommunikation, in der Werbung mal so ein Zeichen setzen und sagen, guck mal her, es gibt uns auf der Landkarte. Ja, natürlich gibt es Berlin und Hamburg und so weiter und so fort, aber wir sind auch da. Und gerade dieser Campus ist wunderbar, besteht seit einem Jahr und hier kann so viel Gestalterisches stattfinden und wir wollten einfach mal Flagge zeigen und auch zeigen, hey, wir können das auch. Wie man wirklich bekannte Persönlichkeiten nehmen kann und die verändern kann und dann vor ihrem Wirkraum, sagen wir mal, vor Konzerthallen, vor Schauspielhäusern oder vor ihren Arbeitsplätzen generell platzieren kann. Der Duft der Fahrpflanze zeigt uns jetzt, was wir verändern können. Fahrgender. Der Duft zur Toleranz. Dafür stehe ich mit meinem Gender. Was ich wirklich Wahnsinn finde, ist, dass ihr es geschafft habt, die Aufgabe zu brechen. Und da steckt ja was drin, was Mut heißt und was wir total brauchen in allen Bereichen und was wir aber nicht haben oder manchmal auch nicht haben dürfen. Wir wollen auch mal diese Olympiade der jungen Talentwettbewerbe in Deutschland gewinnen. Und machen beim GWA Junior Agency Award mit im Sommer, 15.07. in Berlin, wollen wir Gold gewinnen. Ich würde mich vor allen Dingen super freuen, wenn viele von dem jetzigen Team, die sich so begeistert hier 3,5 Monate aufgebaut haben, die reingehauen haben wie nichts, wenn die mit dabei sind. Unser Tipp für die HWK ist eigentlich, dass man sich wirklich lange mit der Thematik oder mit dem Thema, was man bekommt, beschäftigen muss. Man muss wirklich sehr, sehr viel recherchieren, damit man halt diesen Blick dafür bekommt und halt auch erkennt, was das Besondere an dieser Sache ist. Und jetzt wird hier in Hildesheim gefeiert!